Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. So, ich habe mir jetzt die Power Armor geschnappt, die Bewaffnung ein wenig geändert und auch schon den lieben Longfellow geholt, der jetzt nicht hier ist, warum auch immer. Gut, gehen wir erstmal Richtung Dunkelwasser, weil da muss ich nochmal hin. Ah, da ist er ja schon. So, und da ist auch Rüsti. Und zwar haben wir jetzt den Longfellow mal in eine, ja, wunderhübsche Power-Rüstung gesteckt. Hey! Was? War das? Brauchst du was? So, nee. Das war verkehrt. Na, wenn du meinst. So. Hey! Jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Hatte ich ihn jetzt eigentlich auch alles soweit in die Hand gedrückt? Ach so, stimmt ja. Er hat ja auch eine eigene Rüstung. Hm? Moment. Leg die los. Müssen wir ja nochmal zeigen. Du musst aus deiner Power-Rüstung raus. Wird gemacht. Einmal aussteigen. Also sprich, so wird der liebe nette Longfellow dann jetzt demnächst rumrennen. Im Fledermaus-Kostüm. Kampfausrüstung halt auf Fledermaus getrimmt. Und ja. Aufgepasst. Was ist denn? So. Ja. Ist kein Problem. Und wieder rein. So, Powerrüstung brauche ich ja natürlich, damit er hier mit Rüsti und mir permanent nach unten springen kann. Und Raider, ihr wisst, ich bin halt Geizknüppel. Da er mir die sonst zu schnell kaputt macht. Eine Minigun hatte ich ihm jetzt auch gegeben. Ich glaube, das war irgendeine des Ghoul-Töters oder so. Die darf er auch behalten, weil wir werden die eh nicht benutzen. So, und selbst habe ich mir natürlich hier auch wunderschön, Verschwinden wir von hier. Meine Haare müssen nicht noch schneller ausfallen. Ja, das stimmt. So, apropos, das Wichtigste eigentlich wieder vergessen. Moment. Ja, wunderbar. Und zwar müssen wir jetzt Alkohol trinken. Und das gefällt ihm jetzt. Das heißt, wir werden jetzt, ja, immer wenn der Effekt ausgelaufen ist unten, mal ein Whisky zu uns nehmen. War doch jetzt Whisky, was ich jetzt getrunken hatte, oder? Sorry? Ja, Whisky. Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt? Jo. Ich habe den Ort gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich habe einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Was, noch eine Siedlung, die wir noch nicht kennen? Wie viel fehlt uns denn noch? Das wird ja immer mehr. Ach, Finch Farm. Nee, Finch Farm kennen wir ja schon. Gut, können wir ja trotzdem aktivieren. Dann bauen wir da auch das Überwachungssystem auf. Bei der lieben netten Finch Farm. So, und das, was ich jetzt noch möchte, ist Rache. Und zwar haben wir uns ja die Gunner letztens hier vom Plaza einfach so weggebombt. Einfach so, ohne Grund. Die haben uns ja noch nicht mal eine Chance gegeben, irgendwas zu machen. Das bedeutet, wir gehen da jetzt hin und räumen da jetzt auf. Weil ich es einfach so entschieden habe. So. Nein, wir müssen ja sowieso nochmal wegen der Wiederholbahn dahin. Können wir jetzt einfach auch nochmal nebenbei abholen. Machen wir es halt alles in einem Wisch. Ist ja nicht schlimm. Aber das, was ich eigentlich vorzüglich möchte, ist Rache. So, hier nehmen wir uns auch alles mit. Sehr schön. Und ich denke mal, das wird dem Longfellow doch auch gefallen, wenn wir jetzt hier mit Whisky loslegen. Kriegen aber ein bisschen weniger Epi, weil Whisky senkt natürlich immer die Intelligenz. Ist ein bisschen schade, aber na gut. So, zuerst du da. Oh. Mysteriöser, schießt du? Nein? Dann tue ich das. So, na komm. Ihr habt mich doch 100% mitgekriegt. Gut, gehen wir erstmal rein. Naja, hier komme ich gar nicht durch. Einmal außen rum hier. Gas, 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 Gas. Oh. So. Nummer 1.
Au. So, schnell hier runter. Ah, du hast doch gar keine Chance. Auch du wirst zerrotzt. Und tschüss. Aha. Du hast diesmal nur eine Rakete, ja? Ja, trinken wir mal kurz Koffeinhaltiges. Denn friss das. Na? Kommt. Ich warte auf euch. Schleichen wir einmal hier rüber. Nee, nicht was zum. Ich weiß ja, dass es hier irgendwo an der Seite einen Aufweg gab. Und den werden wir jetzt auch nutzen. Dank Power Armor brauchen wir jetzt gar keine Angst haben vor Rakete. Ich weiß nicht, was mir mehr wehtut, mein Rücken oder meine Füße. Das weiß ich auch nicht. Was? Okay. Wir kriegen uns halbwegs mit. So, letzte Treppe. Und tschüss, Captain. Ich bin echt am Arsch, okay? Der Whisky wirkt nicht mehr. Gehen wir erstmal hier einmal rum. So. Okay, plündern tue ich gleich noch, weil wir müssen sowieso rein. Ich weiß, hier war noch einer mit einem Fat Man. Der hat uns hier letztens von hier dieser Position aus so weggebombt. Ich will Rache. Ich will einfach nur kaltblütige Rache. Wir mussten dadurch alles von vorne machen. Und das war nicht so nett. Hallo, Kommandant. Du hast gar keine Waffe mehr. Das tut mir aber nicht leid. Ah, du willst also ein paar auf dem Kopf haben. Bitteschön. Kein Thema. So. Oh shit, der hat mich ja voll getroffen an den Beinen. Wow. Okay, kommt er noch hoch? Oder eher nicht so? Oder war er das schon? Hattest du einen Fat Man? Nein. Da hinten wird auch geschossen irgendwo in der Ferne. Warum schießen Rust Devils hier auf mich in 10 Kilometern Entfernung? Das kann ich ja auch. Ah, von so aus kriege ich sie nicht. Okay, ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt ist natürlich meine... Ah, der hatte den Fat Man. Okay. Ist ja doch keiner hier. Ja, es ist jetzt blöd, dass jetzt die Beine im Eimer sind. Aber uns hat der Schuss nicht gleich vom Rest der Welt getrennt hier. So, und was ist da hinten jetzt mit dir, Rastdevil, los, ne? Blöder Baum. Dich da hinten kriege ich auch noch weg. Kein Thema. Oh, ist aber nett, dass du direkt zu mir kommst. Na komm. Tanz, mein lieber Rustable, tanz. Gut, dann trinken wir nochmal einen zum Wohl, Longfellow.
Ja, hat ihm wieder gefallen. Ich denke mal, das wird doch ein bisschen einfacher. Mit ein paar Wiederholungsquests dürfte das eigentlich ganz gut hinhauen. So, jetzt gehen wir hier einmal komplett alles auslooten. Ich hatte jetzt extra nicht gelootet, weil ich jetzt den Fatman-Werfer unbedingt haben wollte. Hier haben wir sogar noch einen Fusionskern, den nehmen wir uns mit. Eins ist so ein Problem, wir müssen halt jetzt demnächst unsere Rüstung wieder reparieren. Aber na gut. Achso, und ich darf ja jetzt wieder Schlösser knacken. Ich weiß, ich hätte damals Strong eigentlich auch wegschicken können und so, aber ja, ich bin halt ein Mann der Bequemlichkeit. Ah, sehr schön. Das interessiert ja den Longfellow so überhaupt nicht. Rüsti, ich wollte die Sachen haben. Dankeschön. So, hier haben wir auch nochmal Munition. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir dich jetzt hier nochmal aus. Und dann machen wir das mal komplett anders. Jetzt machen wir erstmal nur noch die Leichen fertig. Gehen nochmal kurz zur Dunkelwasserstelle. Rüsten dort unsere Power Armor wieder auf und schmeißen dort auch mal alles als Lager kurz beiseite. So, nehmen wir euch mal hier auseinander. So, dich auch noch. Der hier nichts verschandelt. So, du Ghoul darfst auch gelootet werden. Mache ich keine Unterschiede mit. Gut, jetzt sind wir auch schon überladen. Das liegt halt an den Beinen. So, und was hast du? Ja, Kampfausrüstung. Mutantentöters. Ja, könnte man benutzen. Aber lohnt eigentlich jetzt auch nicht so krass. Außer man weiß jetzt direkt, dass man nur gegen Supermutanten vorgeht. Dann ja, dann auf jeden Fall. Dann bin ich sogar sehr dafür. Man wüsste, dass das jetzt eine Supermutanten-Hochburg ist oder so. Dann wird es sich auf jeden Fall lohnen. Aber ansonsten, ja, es ist halt immer so die Sache. Man trifft ja halt nicht nur Supermutanten, man trifft ja alles Mögliche. Und deswegen ist es ja dann immer das Problem. So, Gunner's Plaza drin werden wir noch später aufräumen. Jetzt werden wir erstmal kurz zum Sumpf zurückkehren. Markiere ich mir den mal kurz auf der Karte. So. Latschen wir da mal kurz hin und schmeißen soweit auch alles weg. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir alkoholabhängig werden oder nicht. Weil ich glaube, eine Alkoholabhängigkeit mag Longfellow nicht. Das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau aus dem Kopf. Das müsste ich halt nochmal nachschauen. Gibt ja viele Spekulationen und verschiedenen Foren. Es stand halt nur einfach, dass es ziemlich schwer sein soll, ihnen den Perk abzuluxen. Aber ich denke mal, das kriegen wir trotzdem noch gut hin. Wir haben es ja mit Strong auch geschafft. Und uns wie so ein Kannibale verhalten. Apropos Kannibale, wir konnten eigentlich auch mit der Powerrüstung jetzt auch gar nicht fressen, ne? Da habe ich jetzt nicht so genau drauf geachtet. Aber ich denke mal schon. Wir konnten gar nichts essen. Sehr interessant. Heißt, wir haben jetzt 3 Punkte in Kannibale für... Ja, weiß ich nicht, ob wir sie jemals wieder benutzen. Danke. So. Dann wollen wir hier mal ein bisschen wieder was reinschmeißen. Das, was wir natürlich nicht benutzen. So, und hier nochmal. Alles rein, was nicht nied- und nagelfest ist. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass unsere Power Armor nicht damit bei ist.
Wo hatten wir das Ding? Das hatten wir hier hinten. Wollen wir kämpfen? Ah, ist alles gut, Strong. Alles gut. So, denn... Zack. Zack. Einmal komplett reparieren. Die hat aber wirklich gut abgefangen. So, wieder ausrüsten. Dann laufen wir einmal kurz rüber. Ja, Strong. Jetzt bist du aber aufmüpfig. So, dann schmeißen wir jetzt hier nochmal alles rein. Ich habe es nochmal vom letzten Mal noch gar nicht so leer gemacht. Schlechtes Vorbild. Aber na gut. So, ich hätte auch noch... Ja, stimmt, ich habe auch noch 14 Wodka mit. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt alle so mit Mal aufrauchen werden oder eher nicht. Aber na gut. Und von den ganzen Munitionssachen brauchen wir ja auch nur die Kerne. So. Dann wieder ab in die Rüstung. Strong hat das nicht gefallen, Dance hat das gefallen. So, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir da jetzt nicht mal schnell wieder runterkommen. Dann holen wir uns noch den... War das jetzt haptischer Antrieb? Oder war das wieder so ein Fluxkompensator-Ding? Na egal, werden wir ja gleich sehen. Wir holen uns das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt einfach mal richtig Stoff jetzt hier. Aber Blutblatt nehmen wir uns noch mit. Aber es ist schon wieder so, mit den schweren Waffen rumzuhantieren. Jetzt gerade hier auch wieder mit dem Gatling Laser. Das macht ja schon wieder ein bisschen mehr Schaden ohne Ende, ne? Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Wenn wir mal eine andere Waffe ausprobieren oder so. Ich glaube, das ist wirklich so meine Favo-Waffe jetzt schlechthin. Und was halt kostengünstig ist. Ah, jetzt hier für den Gunners Plaza hatte ich mir gedacht, da muss einfach jetzt der Gatling Laser her. Ich will Rache. Und Nahkampfwaffe hatten wir auch in Fahaber. Da hatte ich jetzt nur das ein chinesisches Offiziersschwert genommen. Und das auch mal ein bisschen aufgerüstet. So, dann wollen wir mal. Nummer 1, Nummer 2. Schön weggelasert. Ein paar Kopfschüsse. Leider ist er eingefroren. Du kriegst so den Rest. Da wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ist einfach umgefallen. Ah, da hinten ist auch noch einer. Der nächste Sergeant. Oh, du bist wieder aufgestanden. Das ist aber schlecht für dich. Ah, ich stehe ein bisschen blöde. Aber komm. Ein noch in die Eier. Passt. So, dann nehmen wir uns jetzt hier auch wieder alles mit. Was? Was denn? Was denn? Möchte jemand herkommen? Nein? Schade. So, dann nehmen wir uns hier natürlich auch wieder alles mit, was sie hier wieder deponiert haben. Jedenfalls 90%. Denn Ressourcen sind ja nie verkehrt. Oh, technisches Dokument. Gleisbolzen, aha. Nochmal ein technisches Dokument. Jetzt einfach alles beiseite geschoben. Kein Problem für uns. So. Das haben wir jetzt auch. Oh, da liegt noch Klebeband.
Und dass ich nicht rankomme? Na doch. Klappt doch langsam. So. Ja, danke fürs Tür öffnen, Rüsti. Ne? Mit 6 Schuss hat sich ja nicht so wirklich gelohnt, wa? Hier ist sogar noch ein uralter Ascherhaufen. Vom ersten Mal, wo wir hier drinne waren. Huch. Wieder ausmachen. Wir wollen noch mit YouTube keine Probleme kriegen. So, hier auch nochmal. War das hier nicht sogar mit dem Gelehrten, der mir den hier auch weggestorben ist? Ich glaube schon. So, sind wir hier gleich in einem durch. Ah, das noch, das noch. Apropos, ich muss ja wieder trinken. Longfellow hat das gefallen. Trinken wir mal wieder was gegen die Hydrierung. Hey. Ey? Ich bin gerade am Plündern, lass mich. So, hier ist auch alles leer jetzt. Haben wir hier noch was in den Schränken? Kronkorken. Oh, immerhin 9 Stück. Gehen wir erstmal hier lang. Hier rum nichts. Was? Jetzt hast du meine Augen. Okay. Ich wollte nicht nachladen. Ich wollte eigentlich plündern. So, hier auch nochmal den Tischventilator mitnehmen. Wer ist da? Für mich gibt es keinen Müll. Man kann alles verwenden. Das ist gut. Ich glaube, Rüsti hat den Gegner gefunden. So, Nummer 1. Oh, komm, wir schießen nur mal in den Fuß. Geh auf die Brust. Was willst du da hinten, ha? Komm. Ich hab mehr Munition als du. Und jetzt? Wir willst den Kopf? Ziele ab, so ganz ohne Deckung. Oh, oh, wow. Au, 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 au. Da sind aber ganz schön viele böse Dinge. So. Mein gutes Training. Okay, da werden wir schon wieder beschossen. Gut. Ah, komm, du kriegst auch noch mal eins gegens Knie. Noch einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. Ah, noch jemand jetzt hier? Der meint jetzt Mucken zu machen müssen. Ah, da hinten. Auch nochmal ein paar schöne brustkritische. Okay. So, machen wir erstmal den da oben weg. Schön mal 2 vor der Brust. So, und was mit dir da hinten? Ausruhen oder was? Tau doch mal wieder auf. Okay, Longfellow legt auch los. Der Nebel soll sie holen. Der Nebel soll sie holen. Hier gibt es aber keinen Nebel. Du bist tot. Ey, jetzt werden wir auch noch müde. Uiuiui. So, gehen wir jetzt hier nochmal kurz durch. Ich glaube, looten machen wir am Ende. Ist, denke ich mal, besser.
immer in die Richtung gucken, von wo der Gegner sein könnte. Und nicht irgendwo auf dem Boden. So, hier im Klo ist keiner. Hier im Klo ist auch keiner. Ah, hier ist noch irgendwo einer. Da haben wir noch den Geschützturm. Ich bin viel zu nüchtern für sowas. Ach was, das geht noch. Da hinten haben wir den nächsten. Na? Rauskommen? Nein? Doch? Komm raus. Jetzt mit mir Ringe-Ringe-Reihe spielen oder was? Whisky wirkt nicht mehr. Ah, jetzt kommt ihr da aber jetzt mit mehreren Leuten raus. Nee, sind wir auch nicht. Und der nächste Captain, der fällt. Und dort hinten haben wir noch einen. Der sich hinter der Wand versteckt und ich treffe ihn trotzdem. Der Ärmste. Na, jetzt ist vorbei. Haben wir noch jemanden hier? Scheinbar nicht. Kann man kurz nachladen. Nochmal Hallo sagen. Ob hier noch irgendjemand ist. Aber sieht nicht danach aus. Und hier geht's schon wieder raus, ne? Ja. Das heißt, wir können jetzt in Ruhe looten. Aber uns nochmal ein Whisky hinter die Binde kippen. Oh, das hat den Longfellow gefallen. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe einfach nur genug Whisky bei. Oder irgendwas Hochprozentiges. Und so wie es aussieht, brauchen wir den Partytrinker diesmal nicht dafür. Und können uns dann halt auch noch anderen Skills widmen. So, jetzt nehmen wir euch hier alle schön nackig. So. Ist immer schön, dass man hier so viel findet im Gunners Plaza. Letztes Mal hatten wir ja genauso viel gefunden. Aber ich glaube sogar noch mehr als jetzt. Ah, da liegt noch eine leere weiße Flasche. Gut, Rüsti, darf ich? Danke. So, was haben wir hier im Büro? Nichts Aufregendes, noch ein paar verbrannte Bücher. Das Telefon war sehr, sehr wichtig. Na, jetzt komme ich hier nicht überall durch. Bin halt dicker geworden mit meiner Power Armor. Bin hier schon fast nicht mehr gewohnt. Daytripper, nehmen wir uns auch mit. So, hier hinten haben wir jetzt auch soweit nichts mehr, außer noch ein paar Kronkorken. Das ist schon wieder Dame gespielt. Ah, hier liegt noch eine Leiche. Wunderbar, alles klar. Und dann war es das hier oben, dann gehen wir jetzt einfach wieder den Weg zurück. Und nehmen uns hier natürlich auch alles mit. Ja, so. Achso, das ist einfach nur für das Geschütz hier draußen. Ah, das dürfen wir öffnen. Sehr schön. Erste Haarklammer gleich wieder versaut. Ah, aber die zweite passt. Cool. So. Fatman. Wenn schon überladen, dann richtig, sagt das Spiel. So, dich nehmen wir auch leer hier. Das ganze schöne Leergut hier. Nee. Donut Mix. Noch ein paar Haarklammern. Sind die schon wieder drinne, die wir verschwendet haben?
Sübbeln wir jetzt hier nochmal kurz durch. Hier liegen zwei Waffen, aber wo sind die dazugehörigen... Ah, hier. Körper. Oh, da geht schon der erste Kern langsam flöten. Gut, dann gehen wir jetzt hier überall noch einmal durch. Oh, was haben wir hier Schönes? Nudelsüppchen. Na, ein paar Patronen. Für eine Minigun. So. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen was an Gunnern rumliegen. Oh, den hatten wir schon ausgeräumt. Ein Stealth-Boy, wunderbar. Kriegen wir sogar wieder zum... Ja, machen wir doch. Wir haben doch hier alles gesäubert wieder mal. So, sieht doch schon viel besser aus. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Okay, Whisky wirkt schon nicht mehr. Ja, Hauptsache ihr habt die Mini-Atombombe in den Kühlschrank gepackt. Ob euch das wirklich was gebracht hat, naja, ich weiß ja nicht. Na, was haben wir hier? Meister-Safe? Hm, warum nicht? Na? Wo ist denn jetzt die Ecke? Ganz gemütlich. Okay, auf der Seite nicht. Hier irgendwo. Ah, noch ein kleines Stück. Wunderbar. Das wär's. Okay. Ach. Kleine Waffenwackelpuppe. Ausgezeichnet. Du erhältst Dauer 25% kritischen Schaden mit ballistischen Schusswaffen. Hm. Nicht schlecht. Das heißt, so ein... Ja, Scharfschützengewehr oder ähnlichem macht halt gleich deutlich mehr Schaden. Oder halt auch die ganzen anderen Pistols. Hat noch hier noch... Ach, hier ist es. Captain West Safe Schlüssel. Mhm. Na, den hätten wir ja nicht gebraucht. So, wo ist denn jetzt hier das Radio? Ach, das steht direkt auf dem Tisch. So, mal einmal kurz ausmachen. Dann machen wir hier nochmal auf der Seite weiter. Denn das Looten muss ja drinnen sein. Ist jetzt eigentlich auch die Frage, wo ist jetzt der Antrieb, den wir jetzt von hier aus besorgen sollen? Augen auf. Oh! Ja, erst einmal ein bisschen auf die Brust. Ich hab definitiv genug Munition. Irgendwas hat hier gerade piep, 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 piep gemacht. Aber was? Wer hat wo was ausgelöst? Ha. Ich hab's piepen hören. Bestimmt Rüsti irgendwo hier unten. Oder Longfellow hier drüben. Ne? Nicht so wirklich, ne? Eigentlich kann ich das Licht auch auslassen. Hell genug ist es ja eigentlich. Hm, hier haben wir noch ein bisschen Stuff. So. Aber das war's dann auch schon hier in dem Raum. Na, blödes Bild. Versperrt es mir den Weg zum Loot. So, hier hatten wir jetzt auch alles. Jetzt haben wir immer noch die Frage, wo ist der Antrieb? Oder wo sollte er sein? So, hier klaue ich den Pömpel.
Hier müssen wir nochmal Schlösser knacken. Zack. Ja. Und da hat er schon den ersten Rest verloren. Hm, super. So, aber wir können denn hier noch ein paar braune Flaschen mitnehmen. Und auf jeden Fall noch mal einen Whisky trinken. So. Ja. Ich glaube, wir brauchen dann auch deutlich mehr Wasser. Und ich muss auch mal einen Donut nebenbei essen. So. Hier geht's wieder raus. Moment, wir können ja mal kurz... So, machen wir einmal so und dann machen wir so. Das heißt, wir sollen rausgehen. Aber wir sollten doch hier eigentlich reingehen. Hä? Oder habe ich das jetzt irgendwann unterwegs aufgesammelt? Bergereflex? Das ist bestimmt irgendwo oben in irgendeiner Kiste oder so. Oh, das haben wir hier auch noch nicht ausgesammelt. So, auch das nehmen wir uns mit. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich guck mal, wo das jetzt genau sein soll. Ich denke mal, das ist hier draußen gleich. Und wir sehen uns dann direkt vor der Kiste in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.